Claudia Schmidt und ich arbeite seit etwa 8 Jahren für die Landtagsverwaltung und seit 3 Jahren leite ich die parlamentarische Geschäftsstelle. Hier halte ich sozusagen das parlamentarische Geschäft am Laufen. Alle Initiativen, die parlamentarischen Anfragen, die Antworten der Landesregierung, die Berichtsanträge für die Fachausschüsse, Gesetzentwürfe und Anträge für die Plenarsitzungen, alles geht hier ein. Wir prüfen das hier im Hinblick auf Zulässigkeit und ob alles fristgerecht eingegangen ist und geben das dann sozusagen weiter an die richtigen Stelle. Wenn dann konkret eine Plenarsitzung ansteht, muss ich den Überblick haben, was zur Beratung ansteht, welche Wahlen gegebenenfalls durch den Landtag vorgenommen werden müssen und muss das mit den Fraktionen und auch mit der Landesregierung entsprechend abstimmen. Die Geschäftsstelle ist also sozusagen die Steuerungszentrale für die parlamentarischen Prozesse. In der aktuellen Legislaturperiode haben wir Stand heute ca. 8000 Drucksachen und etwa 5000 Vorlagen in den parlamentarischen Beratungsgang gegeben. In der Geschäftsstelle, das ist schon ziemlich cool, ist man sozusagen am Puls der parlamentarischen Demokratie. Das ist schon sehr spannend.